Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, beim letzten Mal waren wir im Haus der Träume, zumindest storytechnisch. Ich weiß, beim letzten Mal haben wir in der Arena gekämpft gegen das Licht, aber storytechnisch waren wir eigentlich im Haus der Träume und haben das Buch der Seelen aufgenommen und ja, da war das Level auf einmal zu Ende. Und der nächste Level heißt der Wächter und es gab ja so Gerüchte, dass da auch irgendwas ist, das das Buch beschützt. Ja, schauen wir uns mal an, was das wird. Und wir nehmen, ja, wir nehmen nochmal den Assassinen, denn damit komme ich ganz gut klar. Wir haben, glaube ich, volle Ausrüstung vom letzten Mal, also mehr können wir gar nicht mitnehmen. Ich schaue mir das alles nochmal eben zur Sicherheit an. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. 60 Distanzpfeile, alter Verwalter. Alles klar, ja, dann beginnen wir doch mal das Spiel und nehmen uns den Wächter vor. Verdrehte Wirklichkeit. Das in der Luft tanzende Buch der Seelen war lediglich eine Illusion. Zeit und Raum verloren ihre Bedeutung. Alles schien wie ein verschwommener Traum. Und wie aus dem Nichts befindest du dich plötzlich an einem äußerst seltsamen Ort. Der Wächter. Du musst den Wächter besiegen und das Buch der Seelen finden. Ja, erinnert ihr euch an das Bild mit der fliegenden Stadt auf der Kristallinsel? Tja, jetzt wissen wir auch, wo sich das befindet. Also eigentlich wissen wir nicht, wo sich das befindet. Wir stehen in einem Septagramm, müsste das sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 7 Ecken. Also ich vermute jetzt einfach mal, man nennt es dann Septagramm. Weil ein Pentagramm hat ja 4 Ecken und Penta steht für 5 und Septa steht für 7. Außer ich bin jetzt ganz blöd und was anderes steht für 7. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ist ja auch vollkommen egal. Ja, wir müssen darüber. Und man sieht schon, hier ist eine unsichtbare Brücke. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich hätte gerne den Bogen ausgerüstet. Und ich hätte gerne exklusiv Pfeile. Oh, was haben wir denn da unten? Da ist irgendwas. Seht ihr das? Schauen wir uns das doch mal an. So, wir laufen hier erstmal rüber. Da oben. Schaut euch das an. Ein Drache. Ich glaube, ich sollte weiterlaufen. Man konnte den Namen kurz sehen, aber leider zu spät für mich, dass ich ihn nicht vorlesen konnte. Oh, sehr cool. Hier der Teppich in der Form eines Drachenschwanzes. Sehr, sehr cool. So, wir schauen uns nochmal um, denn hier könnte ja Gold versteckt sein irgendwo. Da ist auf jeden Fall ein Edelstein drin. Den hätte ich gerne. Oh wei, was kommt denn jetzt? Zaubernovize. Oh wei. Moment, Moment. Genau, wir zerstören mal hier die Schutzschilde. Okay, die Zaubernovizen machen glücklicherweise nicht so viel Schaden. Aber ich möchte sie trotzdem ausschalten mit den Granatpfeilen. Oh, meine Fresse. Okay. Dann nehmen wir halt Brandpfeile. Ich muss das voll aufladen, sonst macht das eigentlich nicht so viel Schaden. So, was haben wir denn da? Wir haben hier noch ein Schutzschild. Nein, möge Feuer euch verschlingen, ja? Ach, das ist jetzt die Armbrust. Okay, dann nehmen wir mal die Armbrust dafür. Warum kann ich das nicht kaputt machen? Hä? Hallo? Aua, aua, das macht Schaden. Warum kann ich das nicht zerstören? Dann gehen wir erstmal den anderen Weg entlang. Ach, das sind... Hier sind Hebel. Sehr schön. Okay, jetzt machen die schon ein bisschen zu viel Schaden für meinen Geschmack. Das kriegen wir aber hin. Wir haben ja Heiltränke. Oh Gott, ich fürchte aber trotzdem, dass ich die Mission gleich nochmal machen muss. Ah, irgendwie komme ich damit nicht so richtig klar. Moment. Ich möchte... Wir probieren es nochmal mit den Explosivpfeilen. Das Problem ist halt, dass ich einfach nicht so viele davon habe. Aber zumindest sterben die damit sofort. Und ein Heiltrank. Sehr schön, dann trinke ich mal den ich dabei habe. Und ein Giftpfeil?
Oder war das... Nee, das waren Giftbolzen, ne? Schön. Aber die werde ich nicht nutzen. So, ich bleibe lieber beim Granatenpfeil. Das Gold hier nehme ich natürlich auch mit. Ist ja gar keine Frage. 300 können wir einsammeln. Bleib da stehen! Nein. Okay, das sieht so aus, als müssten wir das wieder zerstören. Aber da möchte ich einen normalen Pfeil für nehmen. Okay, das hat den Zauberer da hinten freigelassen. Okay. Also müssen wir einmal nochmal den anderen Weg entlang gehen. Und ich schätze mal, hier sind dann auch wieder irgendwelche Schalter, die ich betätigen muss oder so. Ja, da ist einer. Und da hinten ist... Oh Gott, das ist ja fies. Ich hätte den Schalter hier als letztes betätigen sollen. So, und schnell weg hier. Wo seid ihr? Falsche Pfeile. So, nochmal. Daneben. Okay, einen haben wir schon mal erledigt. Das ist schön. Wenn das so weitergeht, haben wir gleich keine Lebensenergie mehr für den Drachen. Alter, geh doch mal kaputt. Dankeschön. Und gib mir nochmal bitte einen Heiltrank. Das kann doch nicht so schwer sein. Wie die auch einfach durch den durchfliegen. Na komm. Ein Heiltrank, das finde ich sehr schön. Und hier zerstören wir einfach das Gerät. Und dann kommen wir schon damit klar. Mit dem Zauberlehrling. Mit dem Zaubernovize, entschuldige. Komm, dann feuere ich halt auf den Boden. Das ist zwar nicht so effektiv, aber dann treffe ich euch wenigstens. Und noch einen Heiltrank. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Da ist noch so ein Juwel. Ich vermute mal, wenn wir das aufsammeln, geht die Tür da auf. Ich schaue mich nochmal kurz hier um, falls ich irgendetwas übersehen haben sollte. Denn ich möchte ja alles mitnehmen. Und wir haben erst 95 von 300 Goldstücken. Das ist ein bisschen wenig. Aber ich schätze mal, wir werden alles finden. Hier können wir auf jeden Fall nicht vorbei. Da hinten war sowieso nichts. Na gut. Dann gehen wir mal... schöner Mond. Dann gehen wir mal hier hinein. Oder um ist ein Engel. Interessant. Und da ein schönes Buntglasfenster. Interessant. Okay. Dann würde ich sagen, ja, man hört den Drachen schon. Nehmen wir mal das hier mit. Hier kommen doch bestimmt gleich auch Gegner in Heiltrank. Meins. Ich habe nur noch 5 Explosivpfeile. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Okay, da drin war eine Treppe nach oben, also eine Leiter und ein Teleporter. Das habe ich schon gesehen. Ich möchte mir... Oh, was? Was bist du? Zauberlehrling. Der sieht mich nicht. Moment, dann machen wir mal was anderes. Verdammt! Okay, hätte ja klappen können. Na, ich möchte dafür eigentlich meine Explosivpfeile nicht opfern. Haha! Das lief gut. Sehr schön. Sollte mir mit Brandpfeilen arbeiten. So, da oben ist ein Edelstein, das merken wir uns mal. Oh, wir können schon weiter, da möchte ich aber noch nicht hin. Ich möchte erstmal hier bleiben. Da ist auch ein Edelstein, okay. Ein Heiltrank. 4 Heiltränke, das ist eine gute Statistik. Das ist eine gute Zahl. Und hier ist eine Armbrust, okay, das merken wir uns mal. Das erinnert ein bisschen an den Bosskampf gegen Vatar, nicht wahr? So, okay, wir können uns von dem einen zum anderen teleportieren. Das ist schon mal schön. Das ist gut zu wissen, dass das so funktioniert. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Nein, 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 nein. Ich kämpfe noch nicht gegen dich. Ich möchte erstmal das Gold abholen. Was? So viel Schaden? Okay, Moment. Wir nehmen mal hier den Heiltrank mit.
Irgendwo fehlt uns noch was. Irgendwo fehlt uns noch ein... Also ich weiß, dass bei dem, da der eine 50er ist. Der blaue, da oben. Aber uns fehlt noch ein 50er. Den möchte ich erst finden, bevor ich mich gegen den Drachen stelle. So, versuchen wir es mal von hier aus. Könnte ja funktionieren. Sehr schön. So, danke. Okay, 45 Schaden, damit kann ich leben. So, ich muss mich noch mal hier oben ganz genau... Da oben ist noch ein Trank, okay. Da beschwere ich mich jetzt nicht drüber. Du machst mir keine Angst, Drache. So. Aber ich sehe keine weiteren Goldstücke. So ein weiterer blauer Kristall wäre halt schön, denn dann hätte ich alles. Ich weiß nämlich nicht, ob das Level vorbei ist, wenn ich den Drachen besiege oder ob der nochmal was fallen lässt. Ich glaube, das Level ist vorbei, sobald wir den besiegt haben. Aber wenn ich nichts anderes finde, also ich gucke nochmal hier drüben mich genauer um, dann werden wir einfach gegen den Drachen kämpfen und hoffen, dass danach was kommt. Aha. Okay, alles klar. So, der teleportiert uns hier rüber. Achso, wir können so quasi im Kreis gehen. Nee, können wir nicht. Okay. So, Drache, wo bist du denn? Wir haben 5 Heiltränke, das sollte eigentlich ausreichen. Oh, ich komme nicht so weit rum. Okay, der ist gerade da hinten. Jetzt kommt er aber hier rum, ne? Ich höre ihn. Der müsste jetzt eigentlich gleich hier auftauchen. Außer er fliegt unter der Insel durch. Hallo? Da drüben ist er. Und schießt auf mich. Nein, ich möchte hier weg. Da bleibe ich nicht hier. Ich gehe mal nach vorne. Vielleicht haben wir da eine bessere Chance, ihn irgendwie anzuvisieren. Also ich kann euch schon verraten, so normale Waffen werden nicht wirklich viel Schaden bei ihm machen. Deswegen macht es schon Sinn, dass wir die Armbrüste benutzen. Och, komm schon. Lass dich wenigstens anvisieren. Oh. So ist gut. Oh, der verschießt sogar magische Bolzen. Ich möchte... Wie heißt du eigentlich? Firlakith. Oh wei. Alles brennt. Hab ich das richtig gelesen? Firlakith? Interessanter Name für einen Drachen. Firlakith. Ja, tatsächlich. Okay. Komm her. Okay, okay. Heiltrank. Boah, der schießt hier auch ein Feuer um sich. Das ist unglaublich. Aber meistens trifft er nicht. Das ist gut. Ich nur eine... Oh, du hast mich verarscht. Nein, nein! Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe ihn besiegt, oder? Ich dachte kurz, ich wäre tot. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Genau, stürzt sie hinab zur Erde oder wo auch immer das hinfliegt. Puh, Mission geschafft. 300 neue Goldstücke wurden hinzugefügt. Im Hort des Drachen findest du 300 Goldstücke als Belohnung. Und es wurde eine neue Mission freigeschaltet, die Flucht. Immer noch im Haus der Träume. Also diese 3 Level hängen so zusammen und bilden eine zusammenhängende Story. Und das finde ich eigentlich sehr cool und sehr schön gemacht. Tja, da müssen wir jetzt wohl noch entkommen. Aber wie das dann aussieht, werden wir beim nächsten Mal sehen. Und bis dahin, macht's gut.